Ja, wir sind vierte mit der Restauration. Bevor das Mölzertendorfer zahlen am Fond können zum Pressen. Ohne Mock natürlich. Wenn wir natürlich schauen, ob das passt. Weil machen wir das? Mit unserem 50 Meter Schwader. So Leute, jetzt kommen wir zur Ruhe. Jetzt wird spannend. Ersteinsatz nach Restauration von unserer AP40. Wenig gelaufen aus dem Kloster. Deswegen ein Heiligtum, ein Heiligblechle. Nein, ich denke, das wird ein schönes Gespann. Ich habe schon einen Zug gesagt, dass ich presse. Jetzt müssen wir natürlich herausfinden, ob es funktioniert. Ich bin Optimist. Jetzt lassen wir es einmal einfach ein bisschen dran. Schmieren wir die Ketten noch an. Die ganzen Lager und andere Schmierstellen sind bereits geschmiert. Hoffentlich liegt nicht noch irgendwo ein Schraub drin. Aufpassen, weil da dran steht 90 Kolbenstöße pro Minute. Das heißt, wir müssen die Drehzahlen genau einhalten. Halt, halt! Oh. Ja, wir müssen jetzt abfahren und flexen. Hier war leider die Überdeckung der Zapfwelle nicht ganz ausreichend. Laut Betriebsanleitung wurde die Presse ursprünglich betriebsbereit ausgeliefert, aber nach der Restauration sollte man natürlich auch wirklich alle Riemen richtig spannen. Halt! Halt! Mal ein bisschen nachspannen. Mir passieren auch Fehler leider. Und ich habe den einfach nicht fest genug gespannt. Sag mal, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Das, ne, da brauchen wir nicht schmerzen. Das darf nicht passieren. Jetzt stehen wir wieder. Aber da dafür machen wir ja einen Test, bevor das wir wo hinfahren. Problem da dann ist, man kommt da richtig schlecht hin. Also funktioniert der Aufsammler, der Querförderer arbeitet, die Raffereinstellung passt, der Kolben presst, der Knoter bindet. Nur, naja, die Pressdichte-Einstellung scheint nicht ganz optimal. Ja, das wollte ich dir sagen. Na ja, prinzipiell, aber nach der Rückkehr über die Straße statt den Schwad bahnt sich jetzt die nächste Katastrophe an. Halt! Halt! Ich bin so gut. Aber das Bandel ist gleichmäßig drauf. Das ist gut. Schau dir das an!
Das ist der perfekte Bullen. So sauber geschnitten. So mittig. Oh, wir haben es geschafft. Das ist Schatzing des Jahr. Und das Beste. Leider schon 2,5, eigentlich 3,5 Bündeln geworden. Ihr wisst mir jetzt, das funktioniert. Ich habe die Einstellung in der Trockenübung schon vorbereitet gehabt. Das ist heute mal jetzt vielleicht noch ein bisschen experimentieren müssen. Wir fahren jetzt zu dem Hof, wo wir pressen. Und zum Vater bringen wir ihm für das Schaf gleich ein bisschen Heu vorbei. Schauen wir mal, der hat es ja auch nicht geglaubt. Erster Gang, ohne Kriechgang, einwandfrei. Mega! Ich brauch kein Glas mehr. Irgendwann für den Truck, ja. Was ist jetzt los? Bin ich der zweite Kessel von der Druckluftbremse? Nein, nein, ich wollte schon sagen, es hat jetzt wirklich gut hingehauen und dass das so bleibt, wenn wir natürlich pflegen. Der, wenn der 3 Hektar presst, da sind wir einen ganzen Tag wahrscheinlich beschäftigt. So, was heißt das? Kreuzklinker von der Vorderachse anschmieren. Ein Kreuzklinker, sag ich schon. Doppelklinker, wenn kann man bei dem nicht anschmieren. Aber die Achsschenkel kann man anschmieren. Man kann die Schubkugeln anschmieren. Hinter natürlich Zapfen, Lagerbock, schau, ob noch Fließfett oder Öl drin ist. Genauso vom Verlagerungsgetriebe und natürlich Getriebe- und Motorölstand. Oh, schau. Und Kühlwasser, wenn wir gelernt haben. Der braucht keins, aber ab und zu, ne? Mal aufpassen. Tanke, mein Mäh ist klar. Aber von daher, wenn ein Motor im optimalen Leistungsbereich betrieben wird, dann hält der hoffentlich so lang, wenn ich brauche. Und ich brauche nicht lang. Also, nein. Wir sind jetzt zufrieden, würde ich sagen, was sagt sie es? Wir haben jetzt da gespannt, dass wir leistungsmäßig scheinbar optimal passt. Freilich, das ist jetzt noch nicht so aussagekräftig, die 3 Ballen oder was. Aber man hat merkt, er ist nicht an der Grenze, aber er merkt, dass Leistung gefordert wird. Er wird aber lang nicht überlastet. Und ich finde, dass das relativ optimal ist. Ich bin jetzt mit Vollgas gefahren, also da war schon noch ein bisschen Spielraum drin gewesen, aber vielleicht können wir je nach Schwarz sogar im zweiten Gang fahren. Dann sind wir bei ungefähr 5,5 km/h. Das ist für mich eh relativ schnell, kommt es mir vor. Wenn da dann der Steuer drin liegt oder ein Stecker, das sehe ich ja, aber ich sehe es im Spiegel, oder vielleicht da vorne schon, da muss man schnell reagieren. Und wenn ich jetzt da mit 10, 15 oder was weiß ich fahre, dann kann ich nicht so schnell reagieren. Von daher, die Restauration von der Presse hat sich hoffentlich gelohnt. Wenn sie so bleibt, bleibt es dabei, dann seht ihr, wie es ausgeht. Und wenn es uns um den Arm fliegt, dann seht ihr es natürlich auch. Jetzt schauen wir noch zu der Presse. Da haben wir jetzt da einige Schmiernippe. Das Video auch schon wieder vor. Aber nächsten Sonntag gibt es ein neues. Das Abo nicht vergessen, dass ihr es nicht verpassen könnt. Und das gibt es im Shop. Ein Mob und ein Truck. Dem gehen wir nicht her. Aber das wisst ihr selber. Also in dem Sinn, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.